HSV 2 gegen Lupo Martini Wolfsburg, der Tabellenletzte, ist heute zu Gast im Wolfgang-Meyer-Stadion. Die Hamburger außerdem mit einigen Profileien, unter anderem Matti Steinmann in der Startformation. Die drei Punkte heute sind fest eingeplant. Und die Rothosen-Reserve erwischt auch den besseren Start. Erst versucht es Winsheimer und dann ist Cyriax zur Stelle. 19. Minute, 1-0 HSV. Mit der ersten gefährlichen Szene der Partie geht die Mannschaft von Trainer Steffen Weiß direkt mal in Führung. Das nennt man Effizienz. Für den Torschützen Dominik Cyriax ist es das erste Saisontor. Und der HSV ist auch in der Folge die spielbestimmende Mannschaft in einem bis dato recht schwachen Regionalligaspiel. Christian Stark hat hier mal die Chance, doch scheitert an Gästekeeper Marius Saus. Wir springen in Halbzeit 2. Es ist ein ziemlich lascher Auftritt beider Mannschaften. Der HSV ruht sich so ein wenig auf seiner Führung aus und Lupo Martini fehlen die Ideen, um die Hamburger Hintermannschaft zu überwinden. Dieser Abschluss von Lupus Tenno, exemplarisch für den bisherigen Spielverlauf. Wenn es gefährlich wird, dann eher durch Zufall. Nach einem verlängerten Abschlag kommt das Leder zu Fabian Gemeiner. Doch er scheitert an Saus. Dann mal eine Ecke für den HSV. Winsheimer, das muss doch das 2:0 sein. Den muss der Profistürmer nun wirklich versenken. Und als sich alle schon mit dem 1:0 für die Hamburger abgefunden hatten, kommt auf einmal nochmal Lupo Martini. Das ist unglaublich schlecht verteidigt von Leon Muntenk und das ist tatsächlich der Ausgleich. Andrea Rizzo ist der Torschütze in der 90. Minute, nutzt der eingewechselte Italiener die erste Chance seiner Mannschaft und trifft zum 1:1 Endstand. Auch für ihn ist es der erste Treffer in dieser Regionalligasaison. Das Team rund um Matti Steinmann schafft es also nicht, die Führung über die Zeit zu bringen und holt zu Hause gegen den jetzt Tabellenvorletzten nur einen Punkt. Dementsprechend schlecht ist auch die Stimmung bei den Hamburgern. Ja, fühlt sich natürlich nicht gut an. Wir wollten heute gewinnen, das haben wir nicht gemacht. Ein Ausgleich in der 90. ist immer ärgerlich, da fühlt man sich nie gut. Ist klar, dass die Stimmung nicht auf dem Hochpunkt ist. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.